Franz, da ein bisschen unentschlossen. Bray nimmt den Wurf recht früh. Aber sie holen den Rebound. Robin Christen aus der Ecke für drei. Grenesa. Und Christen von draußen in der Verteidigung. Erkenhoff. Sehr schön, uneigennützig. Ja. Auf Spot zu Hause im Viertelfinale mit Heimrecht, dann möchte man das auch gerne wahrnehmen. Christen mit dem Dreier. So, richtig was weggearbeitet von Vorsprung von Richtern hat Oldbruck nicht. Nash hat sich Platz verschafft, dann schön weitergespielt. Christen aus der Ecke. Ja, klar. Ja, klassisch. Zuschauer, dieses Spiel war praktisch mit Erscheinen der Eintrittskarten ausverkauft, als sie erstmals im September. Braunschweig. Stark. Nash. Werfen können sie ja irgendwie alle bei Rastafechter. Schlechter Wurf von Harris. Aus der Ecke. Christen, der kann das. Wieder so einen anderen Wurf und jetzt ist die Zeit schon wieder knapp. Zisis für drei, fällt nicht und der Rebound ist bei Austin Hollins. Also, das ist erstaunlich. Ich komme da kaum noch mehr raus aus dem Staunen. Christen. Schon mal nach Göttingen. Hier gut verteidigt. Carter verliert den Offensivrebound gegen Nash. Der hat ihn wieder gegen Willis. Gut rumgepasst. Christen aus der Ecke. Dreier. Hosenträgern hängt. Da war eine Menge Kontakt, aber ungeahndet. Benson hätte vielleicht erstmal noch mal rausspielen können den Ball. So, so ist raus. Der Dreier für Christen. Achter Turnover. Bremerhaven, das ist eigentlich etwas, was sie in dieser Saison wirklich gut machen. Woran Arne Woltmann mit der Mannschaft gearbeitet hat, die Turnover haben sie reduziert. Das ist die zweitbeste Mannschaft in der Kante all the way to the basket. Und dann manchmal läuft es halt nicht. Benson verstoppt den, der Dreier. Und der ist dann drin auf der anderen Seite. Ja. Und jetzt versuchen sie es mal. Startposition mit der 1. Carter, schön auch mal rausgespielt. Wunderbar gemacht. Erleichterung natürlich auch. Und das Wissen, dass man mithalten kann, dass man hier durchaus erfolgreich erstmals den Klassenerhalt überhaupt. DJ Bray. Hollins. Christen für drei. Robin Christen. Minuten und wenn es eng ist, kurz vor Schluss, dann bin ich mir sicher, werden wir den Australier nochmal wiedersehen. TJ Bray. Pick and Roll mit Michael Kessens und dann gibt es viel Platz in der Ecke. Ja, da müssen wir schnell wieder zurück. Also das war zügig gepasst. Würzburg wieder dran bis auf zwei. 22 Punkte lag Fechter bereits vorne. Christen, schön gemacht von Henrik. Zeit aber am Gesamtspielstand ändert es wenig. Christen. Schwerer Wurf. Aber auch der fällt. Begrenzung werden könnte. Franz Loten mit dem Stil. Auf Christen. Der macht ihn. Mal wieder das Pick and Roll. Jetzt wird es langsam Zeit. Der Dreier, der würde auch zählen. Und dann ist Nash zur Stelle. Und dann Christen, der Korbleger. And one. Es läuft. Ballvortrag läuft.
heißt die Antwort auf jeden Fall. Mit, wenn es normal weitergeht, sage ich mal, und sie nicht irgendwie, keine Ahnung woher, im Schlussspurt hinlegen, dass sie jetzt alles gewinnen. Punkt nach dem anderen. Der müsste, tja, wer kriegt den? Wird auch nicht durchgesagt. Ich glaube, Olindi war als letzter dran. Christen ist wieder dran und zwar richtig. Waren mit 9 hinten. Jetzt ist es nur noch einer. Peter McNeely. 8 Punkte. DJ Bray, der findet Robin Christen schon. Kriegt er den? Da war jetzt Kontakt am Arm. Kessens und jetzt macht ihn Christen rein. 19.45 Uhr bei Panathinaikos Athen. Das wird die erste Aufgabe dann. Am Freitag, 2 Tage später, geht es gegen Olympia Mailand. In Europas Top-Liga. Schön rumgespielt. Robin Christen. Guter Move zum Korb. Offensiv-Rebound. Christen. Langes Spiel hier. Darunter 2 Dreier. Hendricks. Bei einem Foul. Hat aber deren 2. So ist es auch bei mir eingeloggt auf meinem Computer. Und entsprechend im Ausgleich. Wieder nach Offensiv-Rebound. Zweiter erfolgreicher Dreier im 7. Versuch und das ist exzellent. Das Persönliche ist, keiner hat mehr als 2 Fouls. Lansdowne und Senkfelder stehen bei 2, also die Braunschweiger haben dann noch ein bisschen Luft. Und ganz Fechter mit 8 Offensiv-Rebounds. Young mit Foul. Aurelia. Ah, verliert den Ball Robin Christen. Alle mit schnellen Fingern hier. Bei Rasta Fechter. Große Qualität, dass er die kleinen Männer auch so weit draußen verteidigen kann. Und dadurch muss Kreisheim den schweren Mitteldistanzwurf nehmen. Den sie überhaupt nicht haben wollen. Und Venky Joyce auf der Gegenseite.